heute springt Dina mal ein, da die Aufnahme mit Tiffany kaputt gegangen ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Den einen oder anderen wird es jetzt bestimmt sehr, sehr freuen, Dina hier zu sehen. Ich habe leider schon eine Quest zu weit geklickt. Ich habe jetzt Dina nämlich in Windeseile hinterhergezogen von der Story. Und bin jetzt dummerweise eine Quest zu weit. Der Jarl hat jetzt gesagt, okay. Er bereut, dass er das nicht gemacht hat, den Samen einzupflanzen. Und er hat uns jetzt den Samen übergeben. Haben wir den jetzt eigentlich im Inventar? Nee. Und nun, da der Ursamen sich in guten Händen befindet, kann ich zu meinem Schlummer zurückkehren. Lebe wohl, möge der Wind deine Segel blähen und der Schritt deines Pferdes allzeit sicher sein. Was wir in den Schatten finden. Und da ist er. Der Samen, der Ursamen, den wir jetzt brauchen, damit es weitergeht. So, die Natur atmet erleichtert aus. Jetzt ist der Ursamen in vertrauenswürdigen Händen. Aus diesem Samenkorn kann ein Lebenswächterbaum heranwachsen. Die Legenden besagen, dass die ersten Ursamen auf Jorvik von Aydin persönlich gepflanzt wurden. Und nun ist es deine Aufgabe. So, damit geht's wieder zurück. Und ihr seht es auch hier unten. Leider nicht in der Aufnahme, was ich sehr, sehr schade fand. Aber das war zu früh in der Questline. Da wäre noch das ganze Palabra-Rhabarber in Formaria wieder danach gekommen. Aber Dina ist Level 22 geworden. Oh mein Gott. Du hast es geschafft. Wie hast du ihn dazu gebracht, dir das Samenkorn zu geben? Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie hart seine Prüfung gewesen sein muss. Ja, er hat uns wirklich ordentlich in die Mangel genommen. Wisst ihr, was habe ich Lust, James auf die Idee zu bringen, eine Touristenattraktion aus dem Ort hier zu machen? Ha, sehr witzig, Alex. Moment, das war doch ein Scherz, oder? Reiten wir zurück nach Formaria und bringen Linda die gute Nachricht. So, weiter geht es. Hallo, Beatrice. Lass dich anklicken. Ach ja, stimmt, ich muss auf dem Pferd sitzen. Letzten Endes war es so, dass ich erst die Prüfung versaubeutelt habe und nicht das gesagt habe, was Herr Jarl wollte. Aber ich war mutig genug, ihm Paroli zu bieten und deswegen hat er gesagt, okay, du bist würdig, den Ursamen zu bekommen. Ein Pferd zu reiten ist wie ein wahr gewordener Traum. Von hier oben sehe ich so viel. Auf nach Hause, Concord. So, auf geht und geht's. Und jetzt müssen wir tatsächlich von hier hinten bis nach Formaria reiten. Hier ist nichts mal eben mit abholen lassen und abkürzen und stand da ein Webstuhl. Ist nicht. Wir müssen selber reiten. Und alter Schwede, ist Concord einfach mal schnell. Das ist ein Fohlen. Fohlen haben zwar lange Beine, aber nicht so lange Beine wie mein ausgewachsener Wingman hier. Ja, gut, aber wir haben übrigens den Ursamen nicht direkt im Inventar. Also wir haben ihn bekommen, aber er ist quasi unsichtbar. Er ist in einem nicht sichtbaren Inventar im Star Stable Zwischenraum zwischen Wirklichkeit und Inventar. Oh Gott. Ja, nein, es geht mir gut. Es geht mir gut. So, auf geht's. Los, Wingman, wir haben sie eingeholt. Ja, und ihr seht es auch schon, ich bin noch kein einziges Rennen mit Wingman geritten. Das hier ist jetzt tatsächlich das allererste Rennen. Aber dadurch, dass es so viele Pferdeerfahrungspunkte gab zwischenzeitlich in der Story-Quest, ist Wingman jetzt schon Level 3 geworden. Wo habe ich denn angesetzt, bei welchem Punkt? Anne und Alex waren weg, weil Anne ja das vierblättrige Kleeblatt dazu nutzen wollte, um Concord erwachsen werden zu lassen.
Und im Apfelhain. Der Apfelhain war tatsächlich die erste Quest, die wir da gemacht haben, wo wir gegen Anne antreten mussten im Äpfel sammeln, die Alex runtergeblitzdingst hat. Da mussten wir erstmal noch Fripp retten und dem Kühlschrank hinterher rennen und was nicht alles. Also das habe ich alles in Windeseile noch irgendwie durchgequestet und dann den Ruf, das Ruffarm in Anführungsstrichen bei Beatrice, damit wir überhaupt nach Fort Maria reinkommen. Oh mein Gott. Alles, damit ich jetzt mit der Story-Quest noch weitermachen kann, solange Winter ist. Und ich gebe euch als heißen Tipp, ich hatte mit Dina auch das Problem, wovon viele berichtet haben, dass immer wenn ich nach Fort Maria reingehe, da steht, dass ich gefährlich gestürzt bin und das in einer Tour dann passiert. Einfach ein bisschen länger drin rumlaufen und dann geht's irgendwann. Irgendwann beruhigt sich das Spiel. So. Und da endet unser Rennen. Oh, Concord hat's drauf mit dem Stoppen. Die kennen wir doch. Die Jessica. Die Katja. Die aussieht, als ob einfach die Sättigung runtergeschraubt worden wäre. Und natürlich auch die Sabine. Jessica haben wir ja vor Maria schon gesehen. Und da sind sie wieder. Wie episch das einfach aussieht, die drei hier nebeneinander mit den krassen Pferden. Ganz ehrlich, sorry, aber wir sehen dagegen aus wie eine Gurkentruppe. Also muss ich schon sagen, die Nachtreiter sind schon deutlich cooler. Also meine persönliche Meinung. Aber ganz ehrlich, das sieht doch, warte mal. Ach schade, jetzt ist schon vorbei. Ich wollte die Cam noch ausmachen. Also die sehen schon richtig cool aus. Ja, und die GED und Dakor sind auch mit am Start und transportieren hier was durch die verschneiten Hügel. Eponas. Man kann förmlich hier die Funken sprühen sehen, gerade in der Szene, so im Kopf. Sieh an, wen haben wir denn hier? Sieht für mich wie eine Hühnerschar aus, die in alle vier Winde davonflattert. Put, 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 ihr kleinen Druidensklaven. Na, wenn das nicht das Vinci-Baby Concord ist. Aber was in Jorviks Namen sitzt auf ihm? Anne von Bleißen? Bist du das? Nein, das ist diese abscheuliche kleine Kreatur, von der ich euch gewarnt habe, die sich in Fort Maria rumtreibt. Von Bleißen ist dahinter, auf dem öden Packpferd. Sie ist etwas schwer zu erkennen hinter all den pandorischen Narben, ich weiß. Hey, Jessica. Dich schmerzt sicher immer noch die Niederlage, als du Frau Holsworths Papiere an uns verloren hast. Da hat es Dina dir so richtig gezeigt. Habt ihr noch mehr zu sagen? Suchst du Ärger? Bist du dir da sicher? Was habt ihr Böses vor? Typische neugierige Nachbarn, diese Soul Rider. Wie sieht es denn aus? Wir sind auf einer Mission. Wir begleiten einen Transport, Dummerchen. Psst, Katja. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus, Soul Rider. Darkcore Gangster, GED, instabile Stoffe, wir werden diese Situation nicht ignorieren. Also, was transportiert ihr? Den Gestank würde ich überall erkennen. Die halten mit ihren Kennen immer vor meinem Haus. Ekelhaftes Zeug, sag ich euch. Das ist Draconium. Halten wir sie auf. Ihr wollt uns aufhalten? Ihr und welche Armee? Wir haben Dakor und die GED auf unserer Seite. Ihr macht Platz, lasst uns vorbei und übergebt uns Concord als Zahlung dafür, dass wir euch unbehelligt lassen. Mortifa, schnapp dir die Seele des kleinen Fohlens. Lasst meine Concord in Ruhe. Ihr werdet ihr nie wieder etwas antun. Das werde ich nicht zulassen. Anne, Vorsicht in der Nähe des Draconiums. Es ist höchst instabil. Ich weiß, was ich tue. Zack, teleportieren tut sie. So. Ich krieg das hin. Concord ist hier bei mir. Wir haben einander. Nein, das sollte nicht passieren. Nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Hey, Süße, war es deine Absicht, ein rosa Portal zu erschaffen? Weil instabiles Draconium plus instabile rosa Welt ergibt ein großes Bumm. Mit jeder Sekunde, in der dieses Portal geöffnet bleibt, rücken wir der Katastrophe näher. Wir müssen etwas tun und wir müssen uns beeilen.
Anne, kannst du das Portal schließen? Wir können dir helfen, alle zusammen. Vielleicht kann ich helfen, indem ich versuche, es zu heilen. Ich versuche es, aber es klappt nicht. Ich bin zu schwach. Und da ist der Riss offen. Die sehen aus wie diese Nebulax in Pokémon so ein bisschen. Und unsere Wala-Freundin ist auch wieder da. Und schwebt da hinten rum. Sind wir... Ist jemand verletzt? Nein? Gut, diese Hexe, ist sie womöglich... Sie ist es tatsächlich. Schnell, wir müssen mit ihr reden. Du, wie heißt du? Mein Name ist Holdsworth. Esmeralda Holdsworth. Ich war dir auf der Spur. Wie ist dein Name? Ich bin Sif. Eilt durch dieses Portal. Moment mal, wenn Pi Angst vor ihr hat, warum sollten wir ihr dann einfach so vertrauen? In Hollywoods hätte sie uns fast umgebracht. Das ist unwahr. Sif, das hier sind die Soul Rider und ihre Wächterpferde, Beschützerinnen Jorviks und Reiterinnen Aidins. Und sie sind noch jung, halbe Kinder. Hey, wir sind keine Kinder mehr. Psst, für die von uns, die schon so viel von dieser Welt gesehen haben, seid ihr das gewiss. Sif, schwör mir, dass du ihnen nichts tust. Ich schwöre es, und jetzt kommt, das Portal will bald schwinden. Lieber sie als die Nachtreiter. Wir haben keine Wahl. Dina, komm. Auf geht's. Tut mir leid, Wingman ist festgefroren. Und das war's mit dem Portal. Zack, da ist es weg. So schnell geht das hier. Wie es aussieht, haben deine Freundinnen die Nase voll von dir und sind ohne dich weg. Du solltest dein Gesicht sehen. Unbezahlbar. Also, reitest du jetzt auf und davon wie diese GED-Feiglinge oder findest du uns so sympathisch, dass du bei uns bleibst? Reite oder bleibe, das ist ganz egal. Dank deiner Freundin mit ihrer leichtsinnigen Soulrider-Magie sind wir alle verloren. Verloren? Ich weigere mich, mit einer Soulriderin an meiner Seite abzutreten. Er friert Pandoria zu. Dann werden wir Dina los und verschwinden von hier. Das möchte ich sehen. Stopp, ihr habt gesehen, was schon eine kleine Menge explodierendes Draconium anrichten kann. Wenn wir nichts unternehmen, um diese Portale zu schließen, wird das gesamte Draconium explodieren. Dagegen wird der große Donner wie ein kleines Husten wirken. Du hast recht. Unsere Chance zu überleben ist größer, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wir müssen diesem Zustrom pandorische Energie stoppen, ehe sie den riesigen Draconium-Container explodieren lässt. Ja, wir alle. Das schließt auch dich mit ein, Dina. Wo bleibt denn da der Spaß? Wollt ihr denn Jorvik nicht brennen sehen? Willst du wirklich so abtreten? Auf einem Feld im Nirgendwo wegen einer einzigen Soulriderin? Wir haben ein größeres Schicksal verdient. Wir sind die Generäle, die auf den Strängen von Garnocks großem Plan reiten. Na gut, ich arbeite mit der Soulriderin zusammen, aber nur dieses eine Mal. Bist du dabei oder willst du einfach da sitzen und der Welt beim Brennen zusehen? Hab ich eine Wahl? Nein, wenn es eine Wahl gäbe, würden wir nicht mit dir zusammenarbeiten. Zum Ausgleich versprechen wir, dich unbeschadet ziehen zu lassen. Wenn das hier vorbei ist, wollen wir dir auf keinen Fall was schuldig bleiben. Machst du Witze, Sabine? Das macht doch den Sinn des Ganzen völlig. Weißt du was, vergiss es. Vielleicht fehlt Dina in dem ganzen Chaos ja noch von Wingman. Und da stehen wir jetzt alle. Wingman mit seiner Schleife, die er eigentlich gar nicht trägt, die er jetzt einfach nur drauf hat, weil ich dachte, ich brauche vielleicht einen Platz im Inventar. Ja, wer kennt's? Katja. Jessica. Dina.
und Sabine werden sie die Welt vor dem Untergang bewahren können. Wie deplatziert einfach mein Charakter optisch aussieht zwischen den komplett neuen Charakteren. Aber ist schon sehr, sehr cool gemacht, die Szene auf jeden Fall. Selbst jetzt, wo ich sie zum zweiten Mal sehe, weil ich sie ja nochmal aufnehmen muss, ich finde sie immer noch genauso episch wie beim ersten Mal. Definitiv. Reiterin, macht euch bereit. Auf uns wartet Arbeit. Ja. Und damit ist jetzt die Frage, wie kriegen wir den Riss geschlossen? Wie können wir die Welt vom Explodieren retten? Das erfahren wir dann beim nächsten Mal, dann geht's wieder weiter mit Tiffany. Dina bleibt weiterhin Quest-Backup, das hat ja wunderbar funktioniert dieses Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss!